Willkommen zu meinem neuen Video. Heute zaubern wir leckere Baguettes. Die genauen Mengenangaben dafür findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst wird das Mehl mit der Trockenhefe vermengt. Anschließend kommt das Salz und der Zucker dazu. Dann die lauwarme Milch und das lauwarme Wasser dazugeben und ordentlich verkneten. Auf einer bemehlten Fläche wird der Teig nun noch einmal mit den Händen ordentlich durchgeknetet. Den Teig nun in eine bemehlte Schüssel geben und abdecken und für mindestens eine Stunde gehen lassen. Der Teig wird nun in drei gleich große Stücke geteilt. Wenn euch mein Rezept gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Die Baguettes abdecken und für 10 Minuten ruhen lassen. Nun die Baguettes mit einem scharfen Messer einschneiden und mit Wasser bepinseln.